Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, 105 Milliarden Euro, das ist das Haushaltsvolumen von Nordrhein-Westfalen im Jahr 2025. Und das ist ja irgendwie eine unvorstellbare große, eine unfassbare Zahl. Denn unser menschliches Vorstellungsvermögen, das endet irgendwo in den Tausendern. Daher breche ich es gerne mal einmal herunter und schauen wir uns erstmal im ersten Schritt mal die kleineren Zahlen an, die doch Großes für Nordrhein-Westfalen bedeuten. 3000 neue PolizeianwärterInnen jedes Jahr und jetzt auch ein unabhängiger Polizeibeauftragter. 7000 zusätzliche Menschen arbeiten seit 2022 in unseren Schulen, darunter 1500 AlltagshelferInnen. 400 Schulen, die seit dem Schuljahresstart vom Startchancenprogramm von Bund und Land profitieren. 228 Genehmigungen für Windenergieanlagen im ersten Halbjahr 2024, 151 Großvorhaben im Straßenerhaltungsprogramm und die Sanierung von rund 30 Brücken in Landesverantwortung allein in diesem Jahr, 534 Start-up-Neugründungen in NRW, weil hier attraktive Bedingungen für Gründerinnen und Gründer geschaffen werden, 2 Gigawatt mehr Leistung durch neue Photovoltaikanlagen, fast 150 Bürgerbusvereine, die für Mobilität im ländlichen Raum sorgen und jetzt besser gefördert werden, 17 Kommunen, die in einem Pilotprojekt das ehrenamtliche Engagement stärken. Diese Zahlen, die machen es konkreter, beschreiben aber den Landeshaushalt immer noch nicht annähernd. Für Nordrhein-Westfalen stecken noch viele große Zahlen im Haushalt 2025. 270 Millionen Euro Mehrausgaben für die Angleichung der Lehrergehälter. 885 Millionen Euro Ausgaben für 480.000 OGS-Plätze. Das bedeutet ein Plus von 50.000 Plätzen und 490 Stellen. Mit 1,34 Milliarden Euro erhöhen wir den Ansatz für das Wohngeld um 7,5%. Zudem werden 1,9 Milliarden Euro für die Förderung von Wohnraum bereitgestellt. Damit wollen wir unser Ziel von 45.000 neuen Wohnungen auch im nächsten Jahr erreichen. Und 250 Millionen Euro für einen Altschuldenfonds jedes Jahr. Damit verschaffen wir hochverschuldeten Kommunen wieder mehr Luft für Gestaltung. 220 Millionen Euro für die Sanierung von Straßen und Brücken, damit der Sanierungsstau weiter aufgelöst werden kann. 150 Millionen Euro investieren wir allein im kommenden Jahr im Rahmen des Krankenhausplans in die Zukunft der Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen. 21,5 Millionen Euro für die kommunale Wärmeplanung, damit die Wärmewende in den Kommunen endlich angegangen wird. 70,5 Millionen Euro mehr Unterstützung für die Kommunen für die Unterbringung von Geflüchteten. Und mit insgesamt 84 Millionen Euro investieren wir weiterhin in den Hochwasserschutz als wichtigen Baustein der Klimafolgenanpassung. Mit insgesamt 21 Millionen Euro unterstützen wir weiterhin die Meister- und die Meistergründungsprämie. 4 Millionen Euro Förderung gibt es für Elektrolyseure in Windparks. Und die Erhöhung der Kofinanzierung von Wasserstoff als Energieträger der Zukunft um 51,5 Millionen Euro auf jetzt 182,7 Millionen Euro. Und 432,5 Millionen Euro zusätzliches Geld für Kitas in 2025. Müssen wir festhalten, damit geben wir als Land so viel Geld für Kitas aus wie niemals zuvor, nämlich 5,55 Milliarden Euro. Ich komme gleich zu Ihnen, keine Angst, keine Angst. Das waren jetzt erstmal viele große und unfassbar große Zahlen. Das sind aber eben nur einige der Prioritäten dieser schwarz-grünen Landesregierung. All diese und viele weitere Maßnahmen und Entscheidungen helfen, den Zusammenhalt in NRW zu stärken und NRW für die Zukunft aufzustellen. Sie machen konkret, dass diese Koalition handelt und wir Verantwortung übernehmen für NRW, für die Menschen und für zukünftige Generationen. Applaus
So, und jetzt kann man natürlich sagen, dass das alles zu wenig ist, dass das nicht reicht. Und irgendwie stimmt es natürlich auch, denn natürlich ist das nicht perfekt. Dieser Haushalt kann nicht alles leisten. NRW kann sich nicht alles leisten, was eben notwendig wäre. Wir haben mit 105 Milliarden Euro den größten Landeshaushalt aller Zeiten und wir setzen viele Akzente für eine positive Zukunft. Und trotzdem reicht es an vielen Stellen vorne und hinten nicht. Klar, jetzt kann man immer noch mehr fordern und wir sollten auch immer danach streben, alles immer noch besser zu machen. Aber liebe SPD, dann muss man auch sagen, woher das Geld kommen soll. Und liebe FDP, dann müssten Sie sagen, wo man denn sonst kürzen soll. Stattdessen hören wir von Ihnen ja auch nur ein Wünsch-dir-was-Paket nach dem anderen oder kritisieren hier wie eben gerade noch die Kürzung. Es ist kein Geheimnis, dass wir Grüne für eine Reform der Schuldenbremse sind. Denn die anstehenden Aufgaben sind ebenfalls unfassbar groß, weil es eben nach jahrzehntelang versäumten Investitionen bitter nötig ist, dass für Straßen, Schienen, für die Transformation und für die Bildung endlich Möglichkeiten geschaffen werden, um unser Land, unsere Wirtschaft und unsere Kinder fit für die Zukunft zu machen. Aber es gibt für eine solche Änderung aktuell nun mal keine politische Mehrheit. Dieser Realität müssen wir uns stellen. Und wir müssen unter den gegebenen Umständen das Beste draus machen. Wir sind hier nun mal nicht bei Wünsch dir was. Aber die gegebenen Umstände, mit denen wir umgehen müssen, die sind ja folgende. Wir haben einerseits geringere Steuereinnahmen und gleichzeitig höhere Kosten. Der Gestaltungsspielraum im Landeshaushalt ist eng, denn über 90% der Ausgaben sind fix. Und wir sind in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Zwar sind objektiv Corona, Energiekrise, Inflation irgendwie überwunden, aber sie haben eben eine tiefe Verunsicherung hinterlassen, die bis heute anhält und für Zurückhaltung bei Konsum und Investitionen sorgt. Und es herrscht noch immer Krieg in Europa. Und hinzu kommt, wie bereits erwähnt, jahrzehntelang wurden essentielle Investitionen in unsere Infrastruktur versäumt. Und diese ganzen Rahmenbedingungen, die haben Folgen. Sie machen außergewöhnliche Maßnahmen nötig. In diesem Jahr zieht also Nordrhein-Westfalen das erste Mal die Konjunkturkomponente und nimmt damit im Rahmen der Schuldenbremse Kredite auf. Damit sorgen wir für Verlässlichkeit für zugesagte Förderung und Projekte in diesem Jahr. Die Aufnahme von Krediten über die Konjunkturkomponente gibt uns auch für das kommende Jahr ein wenig Luft. Aber das reicht leider noch nicht. Wir müssen für das Jahr 2025 Einsparungen vornehmen. Und die fallen uns nicht leicht, weil sie Konsequenzen haben. Die Projekte werden nicht fortgeführt, Verträge nicht verlängert. Das ist richtig bitter. Und jedes wegfallende Projekt ist schmerzvoll. Und ich kann den Frust von Betroffenen natürlich total verstehen, denn für sie haben auch kleine Einsparungen direkte, unmittelbare Folgen. Da müssen wir überhaupt nicht drum rumreden. Das sind schwierige Entscheidungen und Priorisierungen, die wir da vornehmen müssen. Aber wir ducken uns nicht weg. Wir alle führen Gespräche und mitunter harte Gespräche. Und dabei ist es dann eben wichtig, dass wir gegenseitiges Verständnis für die jeweilige Situation finden. Die Haushaltslage des Landes auf der einen Seite und die Situation der betroffenen Träger, Vereine und Verbände andererseits. Und dabei entstehen dann auch konstruktive Ideen jenseits von Finanzen, wie wir gemeinsam durch diese schwierige Zeit kommen. Das macht Mut. Und ich möchte allen Abgeordneten meiner Fraktion danken, die sich in Gesprächen, bei Demonstrationen, auch schwierigen Diskussionen stellen und für die Menschen ansprechbar sind. Ganz herzlichen Dank und an dieser Stelle natürlich auch herzlichen Dank an die CDU. Wir können zwar aktuell an der finanziellen Situation nichts grundlegend ändern, aber wir können dafür sorgen, dass die negativen Folgen so gering wie möglich bleiben und wir in die Zukunft unseres Landes investieren und damit langfristig vorzubauen für künftige Krisen. Das Ziel dabei ist, dass wir alle wieder mit Zuversicht in die Zukunft blicken können. Wir wollen doch alle, dass der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft wieder wächst. Und dann muss ich jetzt hier noch was loswerden. Was dann nämlich nicht beihilft, ist, wenn man hier in polemische Rhetorik verfällt.
Klar, die Opposition hat die Aufgabe, Kritik zu üben. Keine Frage, sie darf auch deutlich sein. Aber das, was wir jetzt beispielsweise heute wieder von Herrn Ott von der SPD gehört haben, das geht wirklich über annehmbare Kritik hinaus. Und da brauche ich keine blöden Kommentare von ganz hinten. Nee, ich sage das mal ganz ehrlich. Was wir heute gehört haben, er hat als Demokrat anderen Demokratinnen und Demokraten Heuchelei und Hintergehen vorzuwerfen. Das ist gefährlich für unsere Demokratie. Und ich habe wirklich den Eindruck, Sie wollen, dass dieser Staat gar nicht funktioniert. Wissen Sie was? Ich würde Ihnen, eine Kernkompetenz von Politikerinnen und Politikern sollte sein, zuzuhören. Von daher wäre es schon gut, wenn wir das jetzt gegenseitig hier mal machen. Ich habe wirklich den Eindruck, Sie wollen, dass dieser Staat nicht funktioniert. Sie spalten damit und Sie nehmen sich ja selber aus und zeigen damit so ein tiefes Misstrauen den Menschen gegenüber, die Tag für Tag aufstehen und wirklich ihr Bestes geben, damit dieser Staat funktioniert. Das sind die Polizistinnen und Polizisten, die Erzieherinnen und Erzieher, die Pflegerinnen, die Lokführerinnen, die Beamten, all die Handwerkerinnen, all diese Menschen arbeiten. Menschen arbeiten jeden Tag hart daran, damit dieser Staat funktioniert. Ich finde, daran könnten Sie sich schon ein Beispiel nehmen. Dieser Staat funktioniert. Was nicht heißt, dass es nicht noch total viel zu tun gibt. Sie meinen, Bahnverspätung, die Bürokratie, natürlich Digitalisierung, Lehrerinnenmangel, wir könnten das jetzt alles weiter aufzählen. Keine Frage, es gibt total viele Sachen, bei denen es richtig viel zu tun gibt. Aber dieses Schlechtmachen, dieses Kaputtreden, das hilft niemandem hier, nur denen. Und wir sollten doch hier als Demokratinnen und Demokraten gemeinsam gegen die AfD zusammenstehen. Und wir leben in herausfordernden Zeiten und ich möchte das ganz klar noch mal sagen. Wir brauchen dafür die Ideen aller Demokratinnen und Demokraten. Es geht nämlich nicht um Sie, es geht nicht um uns, es geht um unser Land und die Menschen. Und wenn ich jetzt so auf Haushaltsdebatten gucke und die letzten Jahre und Jahrzehnte, dann folgen die ja eigentlich immer so der gleichen Logik. Ne? Die Regierungen sagen natürlich, wie gut alles ist, was sie machen. Und die Opposition, die sagt, dass sie alles viel besser weiß. Und auch heute habe ich wirklich wieder vermisst, mal so ein bisschen eigene Selbstreflexion, weil im Grunde genommen, sie sind ja gar nicht bereit anzuerkennen, dass die SPD im Bund und im Land seit Jahrzehnten mitregiert hat und mit Verantwortung trägt, auch mit für das, was in diesem Land eben nicht so funktioniert. Ich finde, wir müssten diese Verhaltensweisen wirklich ablegen, überwinden, und ich bin der Überzeugung, unsere Demokratie ist stark. Sie braucht aber eben eine gute Regierung und eine gute Opposition, damit wir das gemeinsam gut hinbekommen können. Und ich muss gerade dran denken, ich habe die Jahre, die ich jetzt hier schon in Düsseldorf im Landtag sein darf, ich habe da eine rheinische Weisheit zu schätzen gelernt. Man muss auch Jönne können. Und ich finde, gerade bei Themen, wo wir weit auseinanderliegen, wo wir viel diskutieren miteinander, da muss man dem anderen zuhören, da muss man vielleicht auch mal loben und man sollte sich eben auch was gönnen. Und in dieser Koalition, klar, da arbeiten wir hart an Themen, wir machen es uns nicht immer leicht, aber wir arbeiten hart daran zusammen. Und nach dem schrecklichen Terroranschlag von Solingen haben wir uns zusammengesetzt
und haben gewissenhaft an Lösungen gearbeitet. Und herausgekommen sind die Konsequenzen zu innerer Sicherheit, Migration und Prävention. Und die Rufe, die es aber an anderer Stelle gibt, nach Abschottung und einem Ende des Menschenrechts auf Asyl, wie beispielsweise in Friedrich Merz sie rauspoltert, das sind keine Lösungen gegen Terror und auch nicht gegen Fehler im System. Und deswegen bin ich wirklich dankbar, dass das hier in Nordrhein-Westfalen anders läuft und dass wir hier auf Humanität und Rechtsstaatlichkeit setzen und das für uns leitend ist und dass wir uns hier gemeinsam in dieser Koalition, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, uns wirklich zusammenreißen, auch wenn das in dieser jetzigen Zeit gerade uns Grünen einiges abverlangt. Wir Demokratinnen und Demokraten, das möchte ich schon noch mal gerne an alle hier auch richten, wir tragen gemeinsam eine große Verantwortung für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Und deswegen finde ich auch, muss sich jeder und jede wirklich die Frage stellen, trage ich zur Spaltung bei? Mit Verhalten, mit Postings, aber auch mit Sprache? Oder bin ich bereit, aus Fehlern zu lernen und an Lösungen zu arbeiten? Und schaffen wir es, das mal wieder auf das zu schauen, was eben auch funktioniert? Und als schwarz-grüne Koalition, da suchen wir nach dem besten Weg. Wir packen Probleme gemeinsam an für und mit den Menschen in Nordrhein-Westfalen. Und so begegnen wir den Demokratiefeinden und so begegnen wir auch der Unzufriedenheit, die sonst immer weiter um sich greift. Und mit gemeinsamer Perspektive und gemeinsamen Anpacken, bin ich überzeugt, können wir wieder mehr Zuversicht für unsere Zukunft schaffen. Und das ist das, was wir brauchen und nicht das, was wir hier heute an vieler Stelle gehört haben. Viele Menschen haben aktuell ja das Gefühl, die Politik verändert eh nichts. Das hängt zum einen mit überzogenen und unrealistischen Versprechungen zusammen und zum anderen brauchen eben Prozesse auch Zeit, bis sie Verbesserungen bringen. Geduld ist da gefragt, nicht gerade eine weit verbreitete Tugend, auch nicht unter uns PolitikerInnen und ich bin da keine Ausnahme. Aber bis eben politische Entscheidungen spürbare Veränderungen bringen, dauert es oft Jahre. Manchmal bringen wir diese spürbaren Veränderungen gar nicht mehr mit den ursprünglichen politischen Entscheidungen zusammen. Ich musste da an das Inflationsausgleichsgesetz denken. Das wurde im Herbst 2022 beschlossen. Einige Steuerentlastungen sind erst 2024 in Kraft getreten. Und spürbar werden diese Steuerentlastungen erst mit dem Steuerbescheid für 2024, der kommt aber erst irgendwann in 2025, also 2,5 Jahre später. Wer denkt denn dann noch dran, danke liebe Ampel, danke liebe Bundesländer, dass ihr das beschlossen habt. Dieser Zusammenhang ist häufig eben nicht mehr da. Und auch bei diesem Haushalt, über den wir gerade reden, ist es ähnlich. Die Betroffenen und wir sehen die schmerzhaften Einsparungen, die aufgrund der Rahmenbedingungen nötig sind. Aber was sich eben auf den zweiten Blick erst erschließt, ist, wo wir nicht sparen, wo wir gestalten und erhalten, trotz der schwierigen Lage. Dieser Haushalt, der ist nicht perfekt. Den Umständen entsprechend und trotz aller schmerzhafter Einsparungen haben wir es aber geschafft, den Haushalt so aufzustellen, dass wir auch in den nächsten Jahren handlungsfähig bleiben. Und vor allem, dass Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt unserer Politik stehen und wir den Staat weiter stärken. Ich habe am Anfang darüber geredet, dass große Zahlen für uns Menschen schwer oder nicht vorstellbar sind. Und deswegen machen wir als schwarz-grüne Koalition das Unvorstellbare konkret. Wir machen NRW nicht perfekt, aber auch in Zeiten, die uns allen einiges abverlangen, haben wir fest im Blick. Ein nachhaltigeres, ein gerechteres NRW. Ein NRW für 18.152.449 verschiedene Menschen. Wir gestalten gemeinsam ein Land, das in seiner Vielfalt zusammenhält. Dankeschön.